Nörgel, nee, nee, sag nicht frech, ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killer-Boy-Rats wissen, Schule nervt, wir sind cool. Und wenn du aufhörst, immer musst und dich packt der Fuß, dann sing ne 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 ne. Das mal zur Arbeit mitgenommen. Du bist dran. Das ist nicht fair. Du weißt, heute kommt eine sehr berühmte Autorin zur Autogrammstunde. Wer? TJ Fiss. TJ Fiss? Aber das ist Henrys Lieblingsautorin. Ich weiß, aber das ist mir einfach zu riskant. Sie ist wirklich sehr berühmt. Fertig. Was? Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Oh, nichts Besonderes. Noch nicht. Mama, worüber hast du eben mit Papa geflüstert? Ich habe nur gerade zu Papa gesagt, dass ich dich heute mit zur Arbeit nehme. Ui, toll! Ich gehe gern mit dir zur Arbeit, Mama. Eigentlich hat Mama gerade gesagt, dass TJ Fiss heute Nachmittag in den Buchladen kommt. TJ Fiss? Ganz recht, Henry. Also, Peter, du kommst heute mit mir. Ui, toll! Ich wollte schon immer wissen, wie man Zahnbürsten macht. TJ Fiss? Der Skelettstinkbombe und böse Maschinen geschrieben hat? Ich kann's nicht glauben. Ich hole alle meine Bücher und lass sie signieren. Vielen Dank. Nur dieses eine Mal und nur heute. Du bist die beste Mama der Welt. Oh, danke, Henry. TJ Fiss, ich lerne TJ Fiss kennen. Ja! Wir müssen los. Nur ein Buch, Henry. Und bitte beeil dich, ich will nicht zu spät kommen. Oh, na gut. Au! Jules Juwelen. Ich nehme das mit. Los, komm, wir wollen TJ Fiss doch nicht verpassen. Und wenn es heute irgendwelchen Ärger gibt, wirst du TJ Fiss nicht kennenlernen, Henry. Ja, Mama. Henry, hier müssen wir aussteigen. Ja, Mama. Henry, komm endlich. Mein Buch. Oh, nein. Und denk daran, sie heißt Frau Stumm und nicht Frau Dumm. Ah, da sind sie ja. Schön, dass du mitgekommen bist. Hallo, Frau Dumm. Ich meine Stumm natürlich. Hallo, Hündchen. Ich dachte, solange es noch so ruhig ist, könnten wir im Lager Inventur machen. Natürlich, Frau Stumm. Ich setz mich einfach hier hin, oder? Und warte. Oh nein, Henry. Für dich habe ich auch eine kleine Aufgabe. Komm mit. Also, Henry, all diese Bücher müssen in die Regale eingeräumt werden. Gut. Und es gibt noch viel mehr davon. Gut. Ich bin fertig. Hab alle Bücher eingeräumt. Zeit für eine kleine Stärkung. Was nehme ich? Klebrige Kaukugel oder zäher Zahnzieher? Henry, ich leg dir noch ein paar Bücher hin, die ausgepackt werden müssen. Oh. Ja, Frau Stumm. Hallo? Hallo? Oh, Henry, wie schön zu sehen, dass du den freien Tag weise nutzt. Oh, hallo, Frau Lieblich. Kannst du mir sagen, wo ich ein Buch über Gefühle finde? Manchmal ist es besser, sie einfach rauszulassen. Um ehrlich zu sein, das Buch ist für einen Freund. Ja, Frau Lieblich. Am besten sehen wir unter G nach, ja?
Hallo, ist jemand da? Geh nur, Henry. Ich komme hier schon allein zurecht. Es ist ganz da oben. Ah, Henry. Ich suche ein Buch. Ich suche ein, was suche ich gleich wieder? Oh ja, ein Buch über Gedächtnistraining. Also, wie hieß es noch? Also, ich glaube, es war rot und vorn war ein Bild von einem Fußball drauf. Hey, das ist meins! Ja, das habe ich gemeint. Wie hast du das nur gewusst, Henry? Keine Ahnung. Ich danke dir, Henry. Glaube ich. Puh, jetzt ist es aber wirklich Zeit für einen Snack. Ah, Henry, da bist du. Cool, Skelettstinkbombe. Genau. Ich dachte, ich leg die Vorbestellten schon mal raus. Ich glaube, es wird viel los sein. Also, Henry, du lässt keinen rein, bis die Autogrammstunde beginnt, ja? Diese Bücher sind sehr gefragt und ich hol noch mehr Bücher, die du auspacken kannst. TJ Fizz kommt höchst persönlich. Lasst mich rein! Ich hab gesagt, lasst mich rein, ja? Ich will meine TJ Fizz Bücher! Henry? Henry, bist du das? Lass mich sofort rein, du schleimiger Popel! Henry! Verschwinde, Matschbirne! Die Tür ist geschlossen! Nein, ist sie nicht! Du hast sie gerade geöffnet! Jetzt lass mich auf der Stelle rein! Oh, TJ Fizz! Oh nein, lass das! Gib das wieder her! Eins für mich! Noch eins für mich, denn ich bin es wert. Da ist es ja. Du musst eben einfach warten, bis du dran bist, du doofe Kuh. Henry, hier sind noch mehr Bücher auszupacken. Oh, was will sie denn jetzt wieder? Und wissen Sie, ich dachte, ich schreibe eine Handlung A und eine Handlung B und hätte immer noch Platz für eine Handlung C. Wovon redest du eigentlich, Matschbirne? Ach, ich gehe bloß Ideen für mein neuestes Buch durch, wenn du es genau wissen willst. Ha, Mädchen können keine Bücher schreiben. Henry, kennst du schon TJ Fizz? Sie sind ja ein Mädchen. Ja, das bin ich. Und du musst Henry sein. Ich glaube schon. Sehr erfreut, dich kennenzulernen. Ich habe schon viel von dir gehört. Ach wirklich? Und keiner lebte glücklich und zufrieden bis ans Ende seiner Tage. Sie waren verdammt zu einem Leben voller Elend, schlechter Gerüche und Schulessen. Es war so schön! Und nun wird TJ Fizz hier drüben eure Bücher signieren. Bitte stellt euch nacheinander in die Reihe und denkt daran, für jeden nur ein Buch. Und für wen ist das? Für Sam. Na los, mach schneller. Danke. Und wie ist dein Name? Ich heiße Annabelle. Mach schon, quatsch nicht so lange. Wieso holst du nicht dein Buch und stellst dich auch an? Danke. Hey! Entschuldigung. Und du heißt? Ich heiße Sally. Danke. Hey, können Sie schreiben? Eines Tages wirst du so berühmt sein wie ich. Na gut. Mein Buch. Danke sehr, TJ Fizz. Sie sind die Beste. Hau ab, Hühnchen. Oh, das ist so gemein.
Ich hab gesagt, kratz die Kurve, du kleine Ratte! Tu doch was, Henry! Ja, werd ich. Hier, bitteschön, Henry. Danke. Das soll ich dir heim, Henry! Und sie hat ihren Namen reingeschrieben, nur für mich. Moment, sie hat ja noch was geschrieben. Hör nicht auf, schrecklich zu sein, Henry.